So hey, mein Name ist Fabio und ich freue mich wirklich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute tatsächlich nur mal ein ganz kurzes Video, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es den einen oder anderen interessiert. Mich persönlich momentan auch, weil ich finde dieses Thema ist extrem, extrem spannend. Denn wir sehen jetzt mittlerweile schon fast seit einer Woche einen relativ guten Anstieg vom Bitcoin. Natürlich hat man hier gesehen, die ersten paar Tage der Woche ging es ein bisschen nach unten und seitdem eigentlich konstant nach oben. Und nicht nur beim Bitcoin, sondern bei vielen anderen Kryptowährungen auch. Ethereum ist gestiegen, etc. Ist gestiegen, ich glaube, in den Top 10 ist kein einziger Coin nach unten gegangen. Ähm, Tron ist nicht nach unten gegangen. Tezos, bei denen war es ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, ob die am Anfang der Woche auf dem gleichen Stand waren wie jetzt. Aber bei vielen Coins ging es wirklich straight nach oben. In fast einer geraden Linie. Ah, hier sieht man es. Bei Cosmos, die sind tatsächlich nach unten gegangen. Also so ein kleiner Bullrun war das schon, kann man so sagen. Wir haben jetzt über die letzten, ich sag mal, zwei, drei Tage mindestens plus 10, sogar noch mehr ein bisschen Prozent gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal kein schlechter Gain. Jetzt ist natürlich die Sache, ich hätte somit eigentlich Profite gemacht, nur in Anführungszeichen Profite gemacht, denn im Endeffekt habe ich ja nicht verkauft, deswegen ist es kein Profit, ganz einfach. Ich hätte eher so gedacht, ja, Bitcoins vielleicht nachkaufen. Und ganz ehrlich, ich hatte auch ein bisschen FOMO. Fear of Missing Out. Für das steht FOMO tatsächlich. Es ist nämlich für mich immer ganz, ganz gruselig, wenn ich sehe, dass die Preise rasant steigen. Ich habe da wirklich auch ein bisschen Angst, weil ich bin der Meinung, dass ich nicht genügend Bitcoins habe. Und nicht genügend Bitcoins, um beim nächsten Bill, äh, Bullrun reich zu werden. Und das ist auch gar nicht mein Ziel, sondern ich denke dann immer. Ja, ich hätte doch noch mehr kaufen können. Und das denke ich mir jedes Mal. Zum Beispiel, wenn ich mir in der Schule oder ja, hier in der Arbeit oder was weiß ich, irgendwo teures Essen kaufen muss oder kaufen möchte, je nachdem, äh, dann ist das immer so eine Sache. Da denke ich mir immer, ich habe wirklich schlechtes Gewissen. Ich habe mir 2020 den Vorsatz gesetzt, ähm, ich möchte jede Ausgabe tracken, die ich mache, um so ein bisschen das Gefühl mehr für das Geld zu bekommen. Und ähm, auch mit den Finanzen ein bisschen besser umzugehen. Ich habe natürlich auch eine Liste, wo ich alle Einkommensströme track. Äh, das sind aber bei weitem nicht so viele. Also, sagen wir mal, es sind drei Einkommensströme, eventuell, wenn es gut läuft. Und. Also, natürlich, hier die Ausbildung gibt mir natürlich am meisten Geld und dann noch so ein paar Nebensachen. Aber das ist wirklich so gut wie zu vernachlässigen. Also, zum Beispiel, wenn man mal geschenkt bekommt, irgendwie ein Zehner geschenkt bekommt, irgendwie, wenn man mal seinen Großeltern am Computer was hilft oder sowas. Ich track sowas, weil ich es interessant finde. Und ich kann natürlich jedem empfehlen, trackt eure Ausgaben. Das ist eine super Sache. Da behaltet ihr auf jeden Fall den Überblick über euer Geld. Und ich mache das wirklich in den letzten acht Tagen sehr, sehr genau. Also, nicht nur. Das, was ich digital ausgebe, das ist natürlich viel einfacher nachvollzuvollziehen, weil alles, was ich digital ausgebe, geht über mein Bankkonto und da habe ich eine App. Und das ist wirklich übel easy. Äh, die Sachen sich zu merken oder äh, hier dementsprechend zu notieren, die man offline ausgibt mit Bargeld, ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich gebe sehr gerne Bargeld aus. Also Bargeld ist wirklich eine tolle Sache. Aber über das wollte ich doch schon wieder gar nicht reden. Red schon wieder am Thema vorbei. Fällt es euch auf? Ja, wahrscheinlich schon. Also, auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Sache. Ich denke mir immer für diese Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern aus Impuls kaufe. Und das möchte ich mir so ein bisschen abgewöhnen, gerade mit diesem Geld-Tracking, mit diesem Ausgabentracking. Ich denke, das funktioniert dadurch besser, dass man eben solche Impulskäufe lässt. Denn ich denke mir immer, mit diesem Geld könnte ich doch in Krypto gehen. Weil ich bin jemand, ich bin von Krypto tiefst überzeugt. Ich bin der Meinung, dass Krypto, also jetzt nicht Bitcoin, eventuell auch Bitcoin, aber nicht nur Bitcoin, hier das große neue Ding ist. Und jetzt nicht wegen Gains und was weiß ich, sondern weil ich der Meinung bin, dass Krypto eigentlich alles überstehen muss. Weil, sagen wir es mal so, Kryptowährungen werden nicht verschwinden. Ich weiß nicht, ob Bitcoin irgendwann mal verschwindet. Ich weiß nicht, ob Bitcoin für immer die Top 1 bleibt. Sicherlich nicht. Die Frage ist, wann irgendein anderer Coin Bitcoin mal überholen wird. Ob das jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert oder erst in 30 Jahren oder wenn ich tot bin. Das ist im Endeffekt völlig egal. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Bitcoin nicht für immer die Eins bleibt. Ähm, es ist aber eine ganz andere Geschichte, weil man weiß ja natürlich nicht, was die Zukunft bringt. Es kann sein, dass in der Zukunft ganz andere coole Technologien kommen, die einfach dann besser sind als Bitcoin. Aber Bitcoin zu überholen wird auf jeden Fall mal äh, eine sehr sehr schwere Aufgabe werden. Aber sie ist machbar. Und ich glaube, dass Kryptowährungen ein ganz ganz großes Ding sind. Und ich möchte viele Chancen nutzen. Die mir mein Alter jetzt zum Beispiel gerade gibt. Also, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Gut, ich werde ein paar Monaten 21, so ist es. Aber ich bin jetzt relativ jung. Ich kann tatsächlich viel Geld in Kryptowährungen investieren und ja, einfach hier teilweise echt richtig, richtig gut als Gewinner aus dieser Situation rausgehen. Meine Eltern hatten damals die Möglichkeit mit der Dotcom-Bubble und sie haben es verkackt. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich finde es immer wieder lustig, wenn man das so. Wenn ja, das sich so zu, vor Augen führt. Ähm, meine Eltern hatten damals auch die Möglichkeit, Aktien zu kaufen von den großen Unternehmen. Natürlich war es immer eine sch schwere Sache einzuschätzen, wer dann mal das große Unternehmen wird. Aber genauso ist es ja auch mit Kryptowährungen. Man weiß nicht, dass Bitcoin oben bleibt. Man weiß auch nicht, wie Ethereum bleibt. Äh, super viele Coins sind im Market Crash 2018 runtergegangen. Also auch richtig runtergegangen. Und man weiß eben nicht, welcher Coin es machen wird. Aber ich bin mir sicher. Irgendein Coin wird sich durchsetzen, vielleicht nicht als Weltwährung, vielleicht auch nicht als äh, Währung, die irgendwie für andere Währungen als Deckung gilt. Aber ich denke jedenfalls, Kryptowährungen werden eine der Top-Währungen der Welt werden. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Währungen hier auf dieser Welt, dass Bitcoin zum Beispiel einfach so einen Stellenwert wie Gold mal bekommt, kann ich mir gut vorstellen. Oder irgendeine andere Kryptowährung, die Store of Value ähm, eben löst. Also hier Wertspeicher löst, ein Wertspeicher ist eventuell. Ja, das wollte ich euch eigentlich sagen. Hier oben in dem Suchfeld, das habe ich jetzt euch noch gar nicht gesagt, da steht eine Zahl drin, die steht da nicht sinnloserweise drin, sondern die habe ich da gerade reingepackt. Das ist der Durchschnittspreis dieses Jahres vom Bitcoin bisher, also die letzten acht Tage 2020. Diese Daten habe ich vorhin aktualisiert, also quasi vor drei Minuten, bevor ich dieses Video hier begonnen habe. Und... Ich finde es wirklich ganz, ganz interessant, immer die Durchschnittspreise eines Coins oder eines Assets zu vergleichen mit denen äh, im Vorjahr. Also ich habe da ja ein Video darüber gemacht. Ähm, ich glaube, wenn du diese Daten siehst, zweifelst du nicht mehr am Preis von Bitcoin, so ungefähr das Video geheißen. Und da habe ich die Durchschnittspreise von Bitcoin jedes Jahr ähm, hingeschrieben. Das wurde alles berechnet durch ein Programm und mit einem Datensatz von, äh, ich weiß gar nicht, Coindesk oder so. Kann es sein? Coindesk? Ist das eine News-Seite? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gibt es verschiedene APIs, die einem historische Preisdaten liefern können. Unter anderem auch CoinMarketCap kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Da hätte ich die Daten auch auslesen können. Das ist nicht das Problem. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man Programmierer ist, sollte man verschiedene Möglichkeiten nutzen, sich das Leben einfach zu machen. Und hier sieht man es. Also CoinMarketCap trackt hier auch die Daten. Ich weiß nicht, wie lang die Daten jetzt gehen. Ähm, hier steht es jetzt nur bis zum 8. Dezember 2019. Äh, ich bin mir sicher. Ja, ganz genau. Hier kann man auch noch andere Sachen eintragen. All time zum Beispiel, und jetzt würde das ewig laden. Das war vielleicht blöd, dass ich da jetzt drauf gedrückt habe, aber also man hat hier die Möglichkeit, an diese Daten zu kommen, wenn man sie denn möchte. So, nein, ich möchte sie jetzt nicht in diesem Fall. Aber ich glaube, es ist schon zu spät. Die Seite laggt schon blöd gelaufen. Ne, jetzt sind sie sind, sind da. Okay, cool. Also ich könnte die jetzt alle hier abschreiben oder auslesen oder miteinander verrechnen, aber ich habe natürlich Programme dafür selber geschrieben. Easy. Okay, also das ist auf jeden Fall was ich euch sagen wollte. 7400 ist der momentane Durchschnittspreis pro Jahr, das werde ich dann öfter mal in meinen Videos erwähnen, weil ich es relativ spannend finde, den Durchschnittspreis kann man gut vergleichen mit denen aus dem letzten Jahr, was jetzt 2017 war, äh, ja, 2017 war letztes Jahr ganz genau. Nee, was jetzt 2019 war, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber auch so 7400. Also wir sind vom Durchschnittspreis her nicht gestiegen oder nicht signifikant, vielleicht um Minimalbeträge. Und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Also wenn, dann bitte durchschnittliches, ähm, konstantes Wachstum, wenn wir wachsen und nicht irgendwie hier ähm, so Spikes mal nach oben, mal nach unten, weil wenn man sowas trackt, äh, auch zum Beispiel Yearly Lows oder was weiß ich, das, das kann man mit so einem Spike nach unten. Also hier zum Beispiel hier ging es ja ganz arg nach unten, hier in einem Jahr oder wie auch immer und dann ging es wieder ganz gut nach oben. Äh, Bitcoin ist extrem volatil, deswegen würde ich jetzt nicht die All-Time-Highs mit den All-Time-Lows und was weiß ich oder mit den Jahreslows und mit den Jahreshighs vergleichen. Ähm, und nein, diese äh, Durchschnittswerte sind nicht äh, High plus Low durch zwei, sondern das sind wirklich die Preisdaten von jedem Tag des Jahres und dann miteinander verrechnen. So. Das wollte ich sagen. Scheiße, jetzt habe ich hier schon wieder drauf gedrückt. Okay. Wir haben jetzt schon wieder fast 10 Minuten geredet. Tut mir leid, tatsächlich. Ich wollte jetzt nur ein kurzes Update bringen. Ähm, aber ich persönlich bin der Meinung, dass wir momentan in einer schönen Zeit leben. Bitcoin-Dominanz 70%. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, stelle ich mal dahin. Ähm, Bitcoin ist momentan noch ein wunderschöner Coin. Ich bin gespannt, was wird, äh, was aus den Fies wird, wenn wir den nächsten Bullrunner leben. Weil ich habe davon ein bisschen Angst. Oder sagen wir nicht Angst, sondern Respekt. Weil. Ich würde jetzt nicht wieder 50 Euro für eine Bitcoin-Transaktion ausgeben möchten oder wollen. Das ist eine Sache, die ich nicht möchte. Und wenn jetzt die Transaktionsgebühren äh, wirklich wieder 50 Dollar oder so werden, wie in 2017, na klar, man kann auch billiger überweisen, so ist es nicht. Aber äh, es ist dann natürlich eine schwere Entscheidung. Ob das jetzt Replace by Fee löst, dass man eben ganz no, li, niedrig anfängt. Was ich jetzt auch gelesen habe, dass die Blue Wallet sowas eventuell anbietet, also quasi ein Service, dass sie, also das wird dann in Zukunft kommen, das gibt es noch nicht. Da gibt es aber eine ganze Liste mit Erweiterungen, die sie bringen möchten. Äh, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen mit euch. Das war, glaube ich, ein Service, das sie in ihrer Wallet anbieten. Ähm, das heißt, dass man die Bitcoin-Transaktion so billig wie möglich wegschicken kann. Ähm, wahrscheinlich nicht gebatcht, äh, sondern... <köhnt> Sorry, äh, ich muss mal ganz kurz husten. Ich mache mal hier kurz Pause. Sondern, ähm, dass sie das Ganze mit Replace by Fee machen, also eventuell ähm, die Transaktion mit einem Satoshi durchsetzen, dann irgendwie 48 Stunden warten oder 24 Stunden warten oder wie auch immer. Und wenn die Transaktion dann nicht durch ist, ähm, Replace by Fee, zwei Satoshi und so weiter, eben immer erhöhen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man sowas äh, lösen könnte. Um, wird wahrscheinlich aber nicht viel bringen, ganz ehrlich gesagt. Dann wird man trotzdem im Endeffekt wahrscheinlich hohe Transaktionsgebühren bezahlen. Also bei Bitcoin bin ich mir momentan echt nicht so sicher. Weil ich erinnere mich an 2017. Ich bin da so ein bisschen gebrandmarkt, um ehrlich zu sein. Und ich denke, skalierbare Kryptowährungen sind wichtig, aber jetzt nicht unbedingt nicht dezentrale Kryptowährungen. Und ich sag's auch immer wieder, ich bin Fan von Tron, aber ich sehe Tron auch immer nur mit einem wachen, äh, lachenden und mit einem weinenden Auge. Genauso ist es mit XRP. Ich weiß, dass XRP nicht hundertprozentig äh, zentralisiert ist, genauso wie EOS oder genauso wie Tron. Aber die Sache ist, ich stehe eigentlich für Dezentralität. Und wenn ich sehe, dass Justin Sun enormen Einfluss auf dieses Projekt hat und es jetzt nur, was weiß ich, 26 oder wie auch immer, wie viele Superrepräsentanten in diesem Projekt gibt, natürlich alle demokratisch gewählt und ähm, mit Votes und so was weiß ich, und dass man Voting Rewards kriegt. Ist ja alles eine schöne Sache und Binance hat mittlerweile 50% der Stimmen von allen insgesamt. Also bei Tron bin ich mir auch echt nicht sicher. Ich habe Tron und ich werde Tron jetzt auch nicht verkaufen. Ich bin ja kein Idiot und verkaufe Projekte ähm, aus Impuls. Und das finde ich immer blöd und sowas möchte ich auch nicht. Also ich würde euch gar keinen finanziellen Rat geben. Ähm, nicht, weil ich es nicht möchte, sondern auch, weil ich es nicht darf. Aber... Ich denke, wenn man aus Impuls handelt, dann ist das nicht rational und das ist dann immer blöd. So was bereut man im Endeffekt. Also, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt meine Bitcoins, darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich habe diesen Gedanken verdrängt, weil ich sowas nicht möchte. Ich möchte nicht aus irgendeinem Impuls handeln, weil ich glaube, dass es bald ein äh, Problem mit den Fees gibt, wenn es einen neuen Bullrun gibt, so wie 2000, äh, hier 2017, sondern ich möchte rational verkaufen wenn die Zeit gekommen ist. Falls die Zeit irgendwann mal kommt. Und wenn die Zeit nicht kommt, dann werde ich Bitcoin irgendwann mal ganz normal ausgeben, wie Euro oder Dollar oder was auch immer, äh, und werde mir davon mal was Schönes holen vielleicht. Und den Rest einfach sparen. Oder vielleicht entwickelt sich ja was Cooles mit äh, DeFi, wo man dann irgendwie Renditen auf Bitcoin bekommt. Also ich weiß, dass es Rap Bitcoin gibt und Compound und äh, das Ganze könnte man dann benutzen. Aber Rap Bitcoin ist nicht groß. Und äh, davon habe ich so ein bisschen Angst. Und auch mit Smart Contracts, weil... Sagen wir es mal so, Ethereum ist momentan in einem äh, kritischen Stadium, sagen wir es mal so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Ethereum gerade nicht funktioniert, aber ich habe Angst, dass der ein oder andere Smart Contract vielleicht nicht mehr laufen könnte, wenn es Ethereum 2.0 dann gibt. Also so denke ich persönlich, ich denke an die Zukunft. Ich möchte mein Geld nicht in ein Smart Contract stecken und der Smart Contract geht dann irgendwann kaputt mit irgendwelchen Updates. Und Ethereum wird viele Updates noch bringen, bis Ethereum 2.0 dann wirklich da ist. Also. Das ist so ein bisschen meine Zukunftsaussicht und meine Zukunftängste. Ähm, XRP habe ich momentan tatsächlich gar nicht und äh, viele andere Coins habe ich tatsächlich auch gerade nicht. Also ich habe Bitcoin, Ethereum und Tron, habe ich ja schon öfter mal gesagt. Ähm, ob das jetzt gute Investments sind, ist jetzt ohne Wertung. Also ich weiß es persönlich selber nicht. Aber ich denke, mit diesen Coins könnte man ja ganz gut fahren. Ähm, mit Monero, ach, Monero sehe ich auch wirklich super kritisch. Also Monero würde ich gerne als Zahlungsmittel nehmen, wenn ich es jetzt wirklich nötig hätte, private Zahlungen zu machen. Persönlich gesagt habe ich die jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht äh, hier irgendwie den Drang, alles zu anonymisieren wie Monero es eben denn tut. Es gibt die Möglichkeit auch mit Bitcoin, aber da bin ich mal lieber vorsichtig. Da der, der Blocktrainer letztens ein Video drüber gemacht, über Coinjoins, und dass sich aus Bitcoin so eine, wie zum Beispiel so eine Zweiklassengesellschaft entwickeln könnte, mit Coins, die noch nie durch den Mixer gelaufen sind, und Coins, die durch den Mixer gelaufen sind. Also ganz, ganz spannendes Thema. Also ich finde es, was momentan im Kryptomarkt abgeht, ist, Positiv, also wir sehen hier meistens eine positive Entwicklung. Viele Leute reden auch momentan wieder positiv von Bitcoin. Äh, ich sehe auch, dass mein YouTube-Kanal in letzter Zeit ganz gut läuft, was die letzten zwei Jahre wahrscheinlich nicht so der Fall war. Also gerade 2018 und besonders 2019 waren echt keine guten Jahre für diesen YouTube-Kanal. Ähm, ich hoffe, dass 2020 cool wird und bisher ist es wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, natürlich auch ein bisschen mehr live zu streamen im Jahre 2020. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Das, was ihr hier seht, nicht, dass ich irgendwelche Leute damit verwirre. Ähm, ich bin umgestiegen auf Premieren. Premieren sind was anderes, sind keine Livestreams. Eine Videopremiere bedeutet, das Video kommt zu einer ganz bestimmten Uhrzeit an einem ganz bestimmten Tag online. Und momentan ist es ja auch gar kein Problem mehr, äh, weil ich glaube, wir haben sowieso neue Gesetze, wenn es um Rundfunk und so weiter geht. YouTube-Kanal ist in diesem Sinne kein Rundfunk. Aber da gab es ja diese Bestimmung, dass. Dass man so und so viele Viewer nicht überschreiten dürfte. Ich mache ja auch keine Livestreams, so ist es nicht. Aber um auf der sicheren Seite zu sein. Und ähm, seitdem das Ganze geändert wurde und jetzt auch in der Änderung ist, habe ich dann auch absolut keine Probleme, weil ich dann weiß, ich bin komplett auf der, auf der rechtlich richtigen Seite. Also, äh, es gab ja YouTuber wie zum Beispiel Charles Krüger, ich weiß nicht, ob ihr den guckt, der ist ein relativ kleiner YouTuber oder vergleichbar klein. Aber der hatte auch schon Probleme und hat gesagt, ja, eigentlich durfte er nicht livestreamen und was weiß ich. Also ganz, ganz komische Welt, in der wir momentan leben. Aber die neuen Gesetze sehen gut aus, was äh, Livestream und so weiter betrifft. Blöderweise nicht, das Urheberrecht, das mit Artikel 13 ist, nach wie vor eine ganz, ganz schlechte Sache. Aber wir lassen uns was einfallen, liebe Leute. Wir lassen uns was einfallen, wir lassen uns nicht den Mund verbieten ähm, und wir werden eine Lösung zusammenfinden. Und wenn das Thema aktuell ist, dann. Kann man ja vielleicht gucken, ja, vielleicht macht man eine E-Mail-Liste oder man macht eine eigene Website und so. Äh, der Blogtrainer hat eine eigene Website, hat sich in diesem Sinne auch schon ein bisschen abgesichert. Da ist ja auch das Forum drauf, aber Forum ist auch wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, ich bin mal gespannt, was sich so ergibt, aber da lassen wir uns das Ganze noch ein bisschen auf uns zukommen. Ähm, oder ansonsten rastet bitte nicht aus wegen diesen Profiten, die ihr momentan eventuell macht. Äh, ich würde es ja sagen, aber. Ich mach's selber nicht. Schaut nicht so oft auf die Kurse. Das ist schlecht. Ich schau persönlich oft auf die Kurse und ich find's auch schlecht. Es ist immer so ein kleines, so ein kleines äh, psychisches, will ich sagen, Problem. Es ist so ein bisschen Druck. Weil, wenn man weiß, ja, der Bitcoin ist äh, gestern um 5% gestiegen, dann gucke ich heute nochmal drauf, ob der Bitcoin heute wieder 5% steigt. Also wisst ihr, wenn der Bitcoin 1% steigt, dann ist es mir wirklich scheißegal. Aber wenn der Bitcoin irgendwie letzten Tage um, was weiß ich, wie viele Prozent, zweistellige Prozentbeträge gestiegen ist, dann, äh, ja, kann ich da auch nicht nachts ruhig schlafen. Obwohl ich ganz, ganz wenig in Bitcoin habe. Also vergleichsweise mit anderen Leuten. Ähm ob ich jetzt zum 21 Millionen Club gehöre und über einen Bitcoin habe, ich kann es euch sagen, es ist nicht so. Das ist schade. Ich möchte ganz gerne noch einen Bitcoin. Aber ich weiß nicht, ob ich es erreiche. Es wird schwer. Und wenn der Bitcoin steigt, schneller steigt, als ich Geld verdienen kann, dann werde ich dieses Ziel niemals erreichen. Und das ist unfassbar schade. Ach scheiße, jetzt verende ich immer meine Videos mit. Das ist unfassbar schade. Genauso wie ähm, hier, wie heißt der denn? Ach, kacke, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ultralativ, ganz genau. Der sagt das auch immer am Ende. Ich habe seine Videos früher ganz, ganz oft geguckt. Ach, shit, ich muss mir das abgewöhnen. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich habe schon eine Verabschiedung, die mache ich jedes Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao.